Hi, ich bin der Manfred Hardinger, ich komme aus Wagolzhausen im Landkreis Röhrn-Grabfeld, bin 26 und arbeite beim Lohnunternehmen Heller. Du hast dich für den Agrarservice-Meister in Driesdorf entschieden, warum? Ich habe vorher Fachkraft Agrarservice auch in Driesdorf gelernt und möchte in meinem Beruf und im Lohnunternehmerberuf einfach weiterkommen und mich auch da entwickeln, auch fachlich. Und innerbetrieblich natürlich stehen als Meister mehrere Chancen offen und die Chancen möchte ich nutzen. Wann geht's wieder los und kann man sich noch anmelden? Klar, wir fangen wieder dieses Jahr im November an. Der Kurs startet jährlich und wir haben insgesamt 20 Wochen für den Kurs, zweimal Winter und wenige Zeit im Sommer, die Sie mit investieren. Die Jobsituation bei den Lohnunternehmen ist extrem gut. Warum sollte man sich da nochmal in die Schulbank setzen? Ja, das ist eine strategische Entscheidung. Also aus unserer Sicht ist es schon clever, sich weiterzubilden. A, vielleicht um eigene Unternehmen zu führen, aber dann qualifiziert und keine Dumpinglohnunternehmer zu sein. B, ich habe natürlich andere Möglichkeiten, mich für andere Bereiche zu qualifizieren und teilweise auch mit Servicebetrieben zu arbeiten. Und das Dritte ist, auch Zeiten, wo es vielleicht nicht so toll ist, da gewappnet zu sein. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Wer darf da mitmachen? Mitmachen können die Mitarbeiter, die schon länger in den Lohnunternehmen arbeiten oder eben Leute, die die Fachkraft Agrarservice, die Ausbildung gemacht haben, Landwirte sind, Landmaschinenmechaniker und eben deren Herzblut für die Lohnunternehmer schlägt und die in dem Bereich tätig sind. Das zentrale Element ist das Thema Betriebswirtschaft, Unternehmensführung, Controlling, Buchführung. Er muss in der Lage sein, seinen Betrieb zu managen, Investitionsentscheidungen zu treffen, mit Banken zu verhandeln und das kann ein Lehrling sicherlich noch nicht. Und das zweite große Thema ist das Thema Mitarbeiterführung, dass er Leute einstellen kann, die entsprechend führen kann, Unterweisungen durchführen kann. Das sind zwei ganz entscheidende Blöcke, die einen Lehrling von einem Meister unterscheiden. Driesdorf deshalb, weil ich mir hier eine Ausbildung gemacht habe und ich kenne die Qualität von den Schulen hier in Driesdorf und deshalb möchte ich hier auch weiter hier meine Schule machen. Und man kann sich jetzt noch anmelden? Ja, ganz schnell entschlossen, da können Sie im Sommer noch anmelden und dann wird die Zulassung entschieden, dass es im November losgehen kann.